Hallo Freunde, hier ist Just the Kid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute starte ich ein neues Format mit dem Namen Das 1x1 der NBA. In der ersten Folge geht es um das Thema Gehaltsgrenze, Verträge und ein paar Regeln dazu. Das ist einfach ein wichtiges Thema, zu welchem man wenigstens ein paar Grundregeln beherrschen sollte. In der NBA gibt es seit der Saison 1984-85 eine Gehaltsobergrenze im englischen Salary Cap, die dafür da ist, dass Teams mit großen finanziellen Möglichkeiten sich nicht einfach Superstars zusammenkaufen. Man möchte einfach die Wettbewerbsfähigkeit aller Teams beibehalten mit gleichen Regeln für alle. In der aktuellen Saison liegt die Grenze bei 101,869 Millionen Dollar. Dazu gibt es außerdem noch unendlich viele Regeln, ich möchte für euch aber mal die wichtigsten zusammenfassen. Es gibt für jeden Spieler jeweils ein Gehalt, welches er minimal und maximal verdienen kann. Wenn ein Spieler 0 bis 6 Jahre in der NBA gespielt hat, kann er im ersten Jahr seines Vertrags maximal 25% des Gehaltsspielraums einnehmen. Bei 7 bis 9 Jahren sind es 30%, ab 10 Jahren kann ein Spieler 35% des Caps verdienen. Wenn ein Spieler bei seinem aktuellen Verein einen Deal über mehrere Jahre unterschreibt, kann er sein Gehalt um maximal 8% im Jahr steigern. Wenn er bei einem neuen Team unterschreibt, dann um maximal 5%. Den Unterschied kann man in diesem Beispiel sehr gut erkennen, wenn man die beiden 4-Jahres-Verträge von Chris Paul und LeBron James miteinander vergleicht. Paul blieb bei seinem Team, LeBron unterschrieb bei einem neuen. Wie man sehen kann, steigt das Gehalt von Chris Paul pro Jahr höher an und er wird in diesen 4 Jahren mehr verdienen. Ob dieser Deal für Houston nun ein guter war oder nicht, darüber kann man sich natürlich streiten. Übrigens hätte Paul auch einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben können, da er bei seinem aktuellen Team geblieben ist. Wäre James in Cleveland geblieben, hätte er den höchsten Deal aller Zeiten unterschreiben können, über 200 Millionen Dollar in 5 Jahren. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Wenn ein Spieler einen Rookie-Deal über 4 Jahre hatte und im Jahr vor dem Vertrag entweder MVP, Verteidiger des Jahres oder im All-NBA-Team war, kann er statt 25% 30% bekommen. Das gleiche gilt für Spieler mit 7 bis 9 Jahren Erfahrung, diese können dann sogar 35% bekommen, wozu ich aber später noch komme. Das Besondere in der NBA ist, dass es eine Soft Cap gibt. Teams können also über die Gehaltsgrenze gehen. Davon machen auch die allermeisten Teams Gebrauch. Interessant wird es aber bei der Luxussteuergrenze, die in diesem Jahr bei 123,733 Millionen Dollar liegt. Teams, die über dieser Grenze liegen, müssen für jeden Dollar drüber einen bestimmten Betrag an Strafe zahlen. Dabei gilt, je höher man drüber ist, desto mehr muss man zahlen. Ihr habt sicherlich alle schon mal von der Bird-Regel gehört, die nach Larry Bird benannt wurde. Wenn ein Spieler mindestens 3 Jahre beim selben Team ist, ohne dabei entlassen worden zu sein oder das Team als Free Agent gewechselt hat, kann er bei diesem Team einen 5-Jahres-Maximalvertrag unterschreiben, je nachdem wie lange er schon in der Liga ist. Mit dieser Regel können Teams auch über die Gehaltsgrenze kommen. Übrigens, wenn ein Spieler getradet wird, behält er dieses Recht. Kommen wir nochmal zum Beispiel Chris Paul, der 2017 von den Clippers zu den Rockets getradet wurde. Er hat seine Bird-Rechte behalten und konnte einen Maximalvertrag unterschreiben. Schauen wir uns dazu noch das Beispiel Steph Curry an, der 2017 einen 5-Jahres-Vertrag über 200 Millionen Dollar bei den Warriors unterschrieben hat, weil er Bird-Rechte hatte. Hätte er bei einem beliebigen anderen Team unterschrieben, hätte er diese Rechte nicht gehabt. Das bedeutet maximal 4 Jahre und nur 5% mehr pro Jahr. Das wäre am Ende ein Unterschied von über 50 Millionen Dollar gewesen. Einigen von euch ist es bestimmt aufgefallen, aber wie kann Steph Curry 35% im ersten Jahr bekommen, wenn er noch keine 10 Jahre NBA-Erfahrung hat? Und damit kommen wir zum Supermax-Vertrag. Diese Form wurde neu eingeführt, um Teams eine bessere Chance zu geben, ihre Starspieler zu halten, entweder als Verlängerung ihres laufenden Deals, so wie zum Beispiel bei Westbrook, Harden oder Wall, oder wenn diese Free Agents sind, so wie zum Beispiel bei Curry. Was braucht man, um so einen Deal unterschreiben zu können? Ein Minimum von 7 Jahren NBA-Erfahrung, entweder MVP, Verteidiger des Jahres oder ein Platz in einem der 3 All-NBA-Teams in der Saison davor. Oder man war in einem der 3 All-NBA-Teams oder Verteidiger des Jahres 2 Mal in den letzten 3 Jahren. Oder man war MVP in einem der letzten 3 Jahre. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Das Wichtigste ist aber, dass man entweder bei dem Team ist, das einen gedraftet hat, oder man wurde in seinem Rookie-Vertrag zu seinem aktuellen Team getradet. Schauen wir uns zum Schluss noch ein aktuelles Beispiel an mit Anthony Davis.
Davis kann im Sommer einen Supermax mit den Pelicans unterschreiben, da er die Bedingungen dafür erfüllt. Bei ihm wäre es die Verlängerung seines laufenden Vertrags. Dieser Deal könnte um die 230 Millionen Dollar wert sein. Ihr habt es sicherlich alle gehört, er hat den Trade gefordert und keine Lust, diesen Deal zu unterschreiben. Wenn er erstmal getradet wurde, kann er den Supermax nicht mehr unterschreiben. Er würde zwar seine Bird-Rechte behalten, hat aber noch keine 10 Jahre NBA-Erfahrung, wenn sein aktueller Vertrag ausläuft. Jetzt wird es interessant. Wird er zu dem Team getradet, bei dem er auch langfristig unterschreibt, kann er mit etwas Geschick trotzdem eine ähnlich hohe Summe bekommen. Sollte er allerdings getradet werden und dann nach einem Jahr als Free Agent nochmal woanders hingehen, dann kostet er sich selber eine ganze fette Menge Geld. Das war mein erstes Video in diesem Format. Ich hoffe, es waren nicht zu viele Infos auf einmal und es war gut zu verstehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und wenn ihr Wünsche für zukünftige Videos von diesem Format habt, immer her damit. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like und Abo freuen. Bis zum nächsten Video, macht's gut!